Hallihallo, meine Freunde. Ja, ihr habt jetzt in den ersten 3 Sekunden schon gesehen, es geht heute mal wieder über die Simson, das neue Video. Und zwar habe ich bis jetzt eine Kupplung drin gehabt, 4 Lamellen und eine 1/6er Feder. Und ich muss sagen, das war ganz schön schwer zu drücken. Also im Vergleich hier zur Harley oder auch zu meiner Honda da hinten. War schon merklich schwerer. Ja, da habe ich jetzt gedacht, ich baue mal um auf eine 5-Lamellen-Kupplung. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit die Kupplung sowieso neu gemacht, also 4 Lamellen. Vielleicht wäre es schlauer gewesen, direkt auf 5 zu gehen, aber ich hatte, also wie gesagt, 4 Lamellen neu gemacht, die Stahlscheiben neu gemacht. Und die Druckfeder auf 1,6 umgerüstet quasi, also eine etwas stärkere, ne, anstatt 1,5. Und habe jetzt aber gedacht, dadurch, dass die Feder so ein bisschen sehr stark ist, es müsste ja gehen, wenn ich mir bei AKF den Mitnehmer für die 5-Lamellen-Kupplung kaufe. Da steht extra in der Beschreibung dabei, dass also dass 1 mm starke Metallscheiben gebraucht werden und naja halt und die 5 Reiblamellen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe gedacht, die Stahlscheiben habe ich. Ich hatte die seinerzeit auch neu gemacht. Ich denke, dann nimmst du einfach eine von denen, die du sowieso noch hier rumfliegen hast. Brauchst nur eine Lamelle neu kaufen, noch zusätzlich, dass ich halt 5 Lamellen anstatt 4 habe. Der Mitnehmer, die Druckfeder und dann baust du den ganzen Plunder zusammen und dann ist das Tutti. Und da steht tatsächlich auch drin, also in der AKF-Shop-Beschreibung für diesen 5-Lamellen-Mitnehmer, also hier, Mitnehmer ist dieses Ding mit der Verzahnung, ne? Der ist hier oben so ein bisschen, da ist der Spalt größer, wo die Druckfeder drin sitzt, das heißt, die kommt da ein bisschen höher. Also ist der obere Rand ist dünner und dadurch habe ich halt ein bisschen mehr Platz für die 5. Lamelle. Aber das ist natürlich relativ wenig. Da muss noch irgendwo anders Platz herkommen, habe ich mir so gedacht, nachdem ich den gesehen habe. Aber da war es schon zu spät. Wie gesagt, ich habe mich auf die Beschreibung verlassen. In der Beschreibung steht drin, könnt ihr auch alle selber nachlesen. Beim Standardmitnehmer, das hier ist der Tuning-Mitnehmer für 5 Lamellen, beim Standardmitnehmer werden dünnere Metallscheiben gebraucht, 0,6 mm anstatt 1 mm. Die Standard sind halt 1 mm. Und ja, habe ich natürlich gedacht, oh, ich habe ja den Tuning-Mitnehmer für 5 Lamellen. Dann brauche ich keine 0,6er, weil die brauche ich ja nur beim Standardmitnehmer. Und ja, jetzt ist das so, mit diesem Mitnehmer. Und mit den Metallscheiben, die 1 mm stark sind, und mit den Reibbelägen, die 3 mm stark sind, ist auch Standard, kriegt ihr das nicht zusammen. Geht nicht. Habe ich probiert, geht überhaupt nicht. Passt nicht. So dass ihr meiner Meinung nach auf jeden Fall, wenn ihr auf 5 Lamellen umrüsten wollt, den Mitnehmer braucht. Am besten eine neue Druckfeder braucht. Je nachdem, wie stark euer Motor getunt ist. Meiner ist ja eigentlich mäßig bis gar nicht getunt. Da ist der 60er Satz drauf. Mit 4 Kanälen. Gut, da bringt ein bisschen was, aber ist jetzt keine Rennmaschine. Also brauche ich jetzt nicht so die Mega-Kupplung. Aber ich denke mir, 5 Lamellen, 1,5er Druckfeder, das ist schon eine geile Sache. Ja, also ihr braucht den Mitnehmer, ich bin wieder abgeschweift. Mitnehmer, Druckfeder. Dann gibt's in einem kompletten Satz, ich halte das mal so schön fett in die Kamera, 4 Stahlscheiben in 0,6. 0,6, ja, 0,6. Anstatt 1 mm. Das heißt, da kommen schon mal nur sagen wir, 2,4 mm zusammen, die ihr Platz habt. Ne? Hier 2,4 mm. Hier so grob geschätzt
ein, zwei Millimeter. Kann ja mal zum Vergleich. Hinter mir habe ich den anderen liegen. So, da seht ihr, wie dick hier oben der obere Rand ist. Und wie gesagt, so dünn ist der bei dem anderen Mitnehmer. Ja, also die Stahlscheiben und wichtig, Reiblamellen. Macht nicht den Fehler und sagt, naja, ich habe ja vier gute, kauf nur die fünfte dabei. Hat nicht funktioniert, weil diese Reiblamellen sind 2,5 mm stark und die Originalen sind 3 mm stark. Das heißt, bei 5 Lamellen habt ihr nochmal 2,5 mm gespart. Und dann 2,5 plus die anderen, fast 2,5, da bist du schon bei 5, plus die 2 von dem Mitnehmer, bist du bei knapp 7, 6,5, 7 mm werden das nachher sein. Ja, und den Platz brauchst du auch einfach. Also egal, achtet nicht auf die Beschreibung von AKF. Die Beschreibung ist scheiße, die Beschreibung stimmt nicht. Ihr braucht auf jeden Fall bei dem Mitnehmer, bei dem Tuning-Mitnehmer, dünne Kupplungslamellen, 2,5 mm, dünne Stahlscheiben, 0,6. Und ich werde dann jetzt mal versuchen, die Sache zusammenzubauen und melde mich dann gleich wieder und sag euch, ob die Sache funktioniert hat, weil ihr habt ja gesehen, die Sachen sind noch original verpackt. Ich habe es noch nicht probiert. Aber gleich sehen wir uns wieder. Ihr lasst in der Zeit den Daumen nach oben da und ein Abo da. Ach, vielleicht könnte ich euch noch erzählen, wenn ihr dann wirklich vorhabt, zu basteln oder mir noch weiter zugucken wollt. Ich habe bis jetzt eigentlich nicht wirklich viel gemacht. Ich kam ja nicht weit. Der Deckel muss runter. Natürlich muss der Kickstarter und der Schalthebel runter. Er ist kein Hexenwerk. Ja, wie gesagt, Deckel runter mit einer 19er Nuss. Am besten mit dem Gegenhalter hier. Nehmt ihr das ganze Kupplungspaket runter. Müsst diese Sicherungsscheibe so ein bisschen aufdengeln, aufbiegen. Nehmt das runter. Ja, und bei dem weiteren Zusammenbau seid ihr dann gleich dabei. Ich packe eben aus, mache mir ein bisschen Platz auf der Werkbank und dann machen wir das zusammen gleich. Also, bis gleich. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir die ganze Schose hier zusammenkriegen. Das heißt, als erstes packen wir mal aus. Die Reiblamellen. Fünf Stück an der Zahl. Wie gesagt, sind 1,5 mm dünner. Haben gekostet bei AKF. Habe alles bei AKF gekauft. Jetzt hier hat gekostet 15 € ungefähr. A12, 2,5 mm Alu, 5-mal Kupplungsscheibe von MZA. Also 15 €. Dann habe ich gekauft 4-mal Stahlkupplungsscheiben, 0,6 mm. Von MZA hat gekostet, ich glaube, ein 20er ungefähr. Sind wir bei, was habe ich gesagt, 15, 20, 35. In 0,6 mm, relativ dünn. Dann habe ich gekauft, den Mitnehmer, Verpackung habe ich leider schon weggeschmissen. Ich wollte das ja eigentlich still und heimlich alleine machen, ohne Video. Vor ein paar Tagen schon. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Mitnehmer kostet ungefähr 30 € und Druckfeder in 1,5. Boah, muss ich raten, ich glaube 10, 15 €, 15 € vielleicht, ja. So, das war hier also. 15, 20 sind 35 plus die 30 sind 65. 65 plus die vielleicht 10, 15 € sind halt 75, 80 €. Also rechnet mal 80 € mit Versand. Ja, 80 € kostet der Spaß dann auf einmal doch wieder. Und wie gesagt, sollte nur eben schnell eine Lamelle dabei, ich denke, und du bist dabei, alles super. Aber was soll's. Naja, hinterher ist man immer schlauer. So, diese Reiblamellen, nur mal so als Tipp,
Kupplungslamellen legt man immer in Getriebeöl ein, dass die so ein bisschen, ja, dass sie also nicht trocken sind, wenn man damit quasi losfährt. Man kann die ein paar Stunden einlegen. Ich wiederum spare mir die Stunden. Ich habe da gar keine Zeit für jetzt. Will heute noch fertig werden. Lege ich die einmal in das alte Getriebeöl ein, was ja auch gar nicht so alt war, aber ihr müsstet ja, wenn ihr das ablasst, fangt ihr das ja eh irgendwo auf. Ich habe hier so einen aufgeschnittenen Kanister, wo ich immer mein Öl auffange. Und da habe ich die jetzt einmal eingetaucht. So, dann kommt Stahl immer dazwischen. Mann, was klebt das gut, das kriegt gar nicht ab hier. So, Stahl immer dazwischen. Dann haben wir noch eine über hier. Ja, da kommt die letzte. Also die Scheibe kann bei euch natürlich anders aussehen. Das ist bei mir aus Alu. Das habe ich schon mal quasi geändert. Ist normalerweise ein Stahlteil. So, dann ist das so ein bisschen wie ein Zauberwürfel, bis ihr das zusammen habt. Bisschen so ein Geduldsspiel. So, das ist zusammen. Am Ende würde diese Scheibe noch drauf kommen. Und hier unten kommt dann noch so ein großer Sicherungsring drauf. Jetzt seht ihr schon, so kriegt man das ja gar nicht zusammen. Aber jeder, der es schon mal gemacht hat, auseinander hatte, kennt natürlich auch den Trick mit der umgedrehten Druckscheibe. So, das ist hier die Kupplungsdruckscheibe normalerweise. Sitzt sie so drin, also so hier drauf. Wir drehen die jetzt mal um. Nehmen hier so ein paar 5er Schrauben. Setzen das hier so an. Damit können wir dann nämlich gleich die Druckfeder entspannen. Und wenn die Druckfeder entspannt ist, ist auch der Chrissy entspannt. So. Immer so ein bisschen abwechseln so. Und dann bin ich jetzt gleich gespannt. Wie ein Flitzebogen, ob mir mein Platz dann ausreicht. Um hinten den Sicherungsring drauf zu kriegen. Ich habe also die Tage, als ich das probiert habe, nicht mehr den Sicherungsring drauf bekommen. Und jetzt sieht man sehr schön, also ich hoffe, dass ihr das jedenfalls sehr schön seht, dass hier die Nut, wo der Sicherungsring reinkommt, zu sehen ist. Das war eben mit den, oder ist mit den 3 mm Reibbelägen und mit den 1 mm Lamellen leider nicht der Fall. So, heißt also ganz klar, egal was in der Anleitung steht oder in der Beschreibung steht, mit Tuning und Standard-Mitnehmer und 1 mm Scheiben und das passt und nee. Passt nicht. Habe ich probiert, passt nicht. Punkt. Ist einfach scheiße geschrieben. Ist auch nicht weiter schlimmer, muss das nur wissen, damit euch das erspart bleibt und ihr nicht denkt, ich könnte mal eben schnell für einen ganz kleinen Euro, das war nämlich meine Denkweise, ein ganz kleiner Euro auf 5 Lamellen umrüsten.
So, braucht natürlich so eine öffnende Zange für Sprengringzange. Dann habt ihr gesehen, Ring immer reinmachen und immer so einmal drehen, um zu gucken, ob der auch wirklich in der Nut sitzt. Jetzt müsste man normalerweise hier diese Ausbuchtung genau ausrichten, solange wie die noch also hier gespannt und dadurch hier entspannt ist. Jetzt kann man die nämlich, ich zeige euch das mal, so noch wunderbar verdrehen, weil ja die Reibbeläge noch nicht unter Spannung stehen. Die Druckfeder ist ja entspannt. Ich werde jetzt dieses ganze Paket nehmen. Was erzähle ich? Ich erzähle gar nicht. Ich mache einfach, ne? Das heißt, ich mache mir jetzt einmal so ein bisschen Öl von der Handschuhe. Dann kann ich nämlich euch respektive die Kamera mitnehmen. Scheiße, verliere fast auf die Schnute. So, und dann gucke ich mal, wie ich euch hier positioniere, dass ihr auch ein bisschen was sehen könnt. Ich glaube, so könnte das schon ganz gut klappen. Vielleicht, wenn ich euch so ein bisschen hier so rumstelle, dann verdecke ich nicht alles beim Arbeiten. So, also nochmal, hier habe ich mein Kupplungspaket. Das muss jetzt natürlich in den Korb rein. Hier müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Hier ist noch so eine Anlaufscheibe. Die könnte in so eine Rille rein fallen hier auf der Welle. Das wollen wir nicht. Ne? Also hier ist so eine Rille drin. Da passt sie wunderbar rein. Da passt aber der Korb nicht mehr. Da müsst ihr aufpassen. So. Und ansonsten. Zack. So ein bisschen fummeln, ein bisschen rödeln, dödeln und knödeln. Dann passt das schon. Und jetzt, wo dieses ganze Lamellenpaket hier drin ist, jetzt schraube ich auch wieder die Druckscheibe ab. Ist übrigens hier so eine Standarddruckscheibe, also eine originale quasi. Ich habe eigentlich verbaut hier so eine nadelgelagerte von ZT in meinem Fall. Gibt es ja mittlerweile von verschiedenen Anbietern. Bin aber so ein kleiner ZT-Fan. Die Sitzbank von ZT finde ich übrigens mega endgeil. Kostet aber 250 Tacken. Aber echtes Alcantara, ich habe die schon gesehen aus Kunstleder für weniger Geld, ich glaube 150. Würde aber tatsächlich, weil meine Sime sowieso immer drinnen steht, ich glaube heutzutage draußen hat die kaum noch einer stehen, würde also tatsächlich für 250 mir so ein Alcantara bezogen. Finde ich schon mega geil. So, aber genug gefaselt vom Bezug. So kommt das zusammen. Hier ist ein Sicherungsblech. Das könnt ihr neu nehmen, wenn ihr das habt. Ich muss schon mal gucken. Ich glaube, ein ganz neues habe ich nicht, aber wenigstens eins, was noch besser ist wie dieses hier. Das habe ich nämlich ordentlich zerdeppert. Naja, das ist genauso zerdeppert. Ist auch scheiße. Also, was soll's? Nehmen wir das alte. Da ist so eine Nase dran. Die Nase muss in die Aussparung. Wenn ich jetzt wüsste, ob ich getroffen habe, ich glaube nicht. So, jetzt aber, ne? Ja, da muss es hin. Mutter, 19er Schlüsselweite.
bisschen ansetzen. Die 19er Nuss ein bisschen mehr ansetzen. Blech sitzt noch richtig. Ja, jetzt kommt das beste Werkzeug, was man haben muss in so einer Garage. Gerade wenn man auch Roller oder so bastelt. Oder einen Roller, die Variomatik kannst du auch immer schlecht gegenhalten. Nämlich so ein 12 Volt Elektroschlagschrauber. Ich habe immer hier so eine halbwegs volle Batterie. Da kommt der Schlagschrauber dran. Zack, Plus und Minus. Schon leuchtet das Ding. So, 19er Nuss drauf. Drei, viermal dran tackern, ist das Ding fest. Rest wird ja noch gesichert wieder durch unser Sicherungsblech. Das heißt, Schraubendreher rein. Und so ein bisschen platt drücken, dass sich die Mutter nicht mehr lösen kann, beziehungsweise sollte sie sich lösen, dass sie sich nicht drehen kann. So, jetzt sind wir schon so weit, dass ich eigentlich die Druckscheibe dran schrauben kann. So kommt dieses spaßige kleine Gerätchen. Oh ja. Ja, bei der ZT-Druckscheibe kommen keine Sicherungsbleche mehr drunter. Bei der ZT-Scheibe arbeiten wir mit Schraubensicherungsmittel. So, da mache ich so ein Tröpfchen drauf. Und ansetzen den Spaß. Geht natürlich mit Gummihandschuhe, die so ein bisschen ölig sind. Immer kacke. Nächste Schraube, ein bisschen Sicherungsmittel, da das Sicherungsmittel mittelfest, bin kein Freund von hochfest, mittelfest hat bis jetzt für alles, was ich so in den letzten 25 Jahren gemacht habe, gereicht. Ansetzen, ein bisschen reindrehen. Aus dem Modellbaubereich. Da habe ich auch schon mal Hochfeste verwendet beim Helikopterfliegen. An der Welle, an der Rotorwelle, Hauptrotorwelle. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Aber da habe ich mir extra mal Hochfestes besorgt. So, letzte Schraube noch. Dann haben wir es gleich geschafft. Dann ziehe ich die gleich alle vier so ein bisschen fest. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Überraschen, ob die Kupplung leichtgängiger ist durch die 1,5er Feder. Und überraschen, ob in der Mitte der Bolzen reicht, weil bei der ZT-Platte
Ist auch ein etwas längerer Bolzen dabei. Ich habe im Moment den kurzen drin. So, fest. 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 Und ein zur Sicherheit nochmal. Alles fest. So, jetzt ziehe ich mal eine Kupplung. Ja, muss sagen, ist leichter, ne? Kommt denn dieses Knack-Knacke her? Man weiß es nicht, hat er aber vorher auch schon gemacht. Wenn da einer irgendwie eine Lösung für weiß, immer raus damit. Ich weiß es nicht. So, jetzt können wir Kupplungsspiel einstellen. So ein bisschen sehr lose, wie ich finde. Ich drehe mal hier oben den Nippel so weit rein, wie es geht. Und muss sagen, das ist mir natürlich viel zu lose. Muss ich mal gucken, da gab es irgendwo so ein Schlüsselchen dabei. Damit kann man hinten gegenhalten. Ach, wenn ich das jetzt aber fester stelle, ne? Dann müsste ich die ja weiter reinschrauben. Das ist schon so ziemlich am Ende. Vielleicht sollte ich doch mal die andere probieren. Oder ich drehe einfach oben. Wieder mal raus. Also vergesst die Sache mit Bolzen tauschen. Ich stelle nur oben. Am Einstellen nupsi nach. So, Kupplungsspiel. So ungefähr. Ja, dann lass uns jetzt noch mal nachdenken. Die Schrauben sind fest, in der Mitte ist alles gut. Hier ist so ein Blockierwerkzeug natürlich für den Primärantrieb drin. Das könnte ich jetzt rausnehmen. Und dann mache ich gleich den Deckel drauf. Füll Öl ein. Im Moment, ich habe schon so mehrere, also drei, um genau zu sein, Öle ausprobiert. Zwar einmal das normale, was ist denn das? GL80 oder irgendwie sowas? Was empfohlen wird oder vorgeschrieben ist eigentlich. Ja, das geht, ne? Machst nichts mit falsch. Dann habe ich einen 75er, der 80er war mal ausverkauft und ich brauchte unbedingt Öl, da habe ich 75er genommen. 75 W90. So, warte mal, jetzt müssen wir mal eben gucken. Das hier kommt in die Grabbelkiste. Das hier kommt in die Tüte und dann in die andere Grabbelkiste. Meine Güte, was da alles anfällt an Schrauben.
Schrauben und Scheiben und so zum Basteln. So, eine ganze Tüte mit Spezialwerkzeug. Wie ihr die Feder auf den Mitnehmer bekommt, habe ich übrigens schon gesagt, oder? Nehmt euch ein altes Polrad, legt die Feder so rein, den Mitnehmer drauf und entweder presst ihr das im Schraubstock zusammen oder ihr stellt euch einfach drauf mit dem Fuß, ganz leicht. Das macht dann klack, klack und dann sitzt der Mitnehmer in der Feder drin. Braucht man also keine Presse oder so für. So. Lange Rede, kurzer Sinn, wir waren jetzt beim Öl noch. Im Moment fahre ich das Öl, was von Langtuning und MZA auf den Markt gehauen wurde. Ich glaube, RC80 schimpft sich das. Ja, und das mache ich jetzt auch wieder rein. Das ist ganz cool. Also, was heißt, das ist ganz cool. Ich habe da keine Probleme mit, keinen Ärger mit. Das ließ sich ganz gut schalten alles, so dass ich also zufrieden bin. Und wenn ich zufrieden bin, dann bleibe ich auch dabei. So, Dichtung habt ihr gesehen, habe ich diese schönen blauen Dichtung, die in 500 Stück kosten. Die müssen noch zwei oder dreimal halten. Die mache ich jetzt nicht sofort neu. Erstmal alle Schrauben so ein bisschen so reindrehen. Muss das ja nicht voll anknallen. So, und wenn alle Schrauben drin sind und angesetzt sind, dann kann man auch schon ein bisschen mehr Drehmoment drauf geben. Normalerweise immer alles über Kreuz anziehen, aber bei mir ist hier nichts normal und deswegen, ich habe die ja gerade schon bis zum Anliegen angezogen. So als Ausrede. So, die ist fest. 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 Und die ist fest. Ob das alles stimmt, werden wir sehen, indem ich jetzt einmal der Reihe nochmal nachgehe. Ihr dürft sie nicht zu feste machen. Die, also ihr müsst aufpassen beim Anziehen. Ihr macht ruckzuck das Gewinde kaputt. Da müsst ihr fummeln da mit Helicoil oder so. Ist auch blöd. Also nicht zu feste. So, die sind alle dran. Dann habe ich hier meinen Schalt und meinen Kicker. Ich würde sagen, als erstes machen wir mal den Schalthebel drauf. Schön sauber hier, dass kein Öl dran ist, weil der wird ja nur einfach geklemmt hier. Der hat ja keine Verzahnung. So, ich richte den dann so an der Fußraste ein bisschen aus. Das kann natürlich jeder machen, wie er das möchte. Dadurch, dass er eben keine Verzahnung hat, kann ich den wirklich hoch, runter setzen, wie ich das will. Wer dicke Füße hat, stellt jemand höher, damit er runterkommt. So, der Kicker ist so ein bisschen anders, der hat eine Verzahnung, klar, da wirken auch ganz andere Kräfte drauf.
So, der ist doch schön glänzend hier, deswegen putze ich den auch schön sauber, eben damit der noch glänzend ist. So, den richtig aus. Die Schrauben muss ich rausmachen. Den richtig aus, dass der. Ja, so war scheiße. Dass der steht, ohne am Motor anzuhauen, ne? So. Das wäre schon ganz gut. Das würde mir gefallen so. Da brauchen wir noch eine etwas größere Imbusnuss. Die eine dahin, die andere dahin. Die große dahin. So, also Schalthebel dran, Kicker dran, dann kommen wir zu dem Öl. Würde ich sagen. Dafür drehen wir die Ölkontrollschraube raus. Die sitzt hier vorne im Motor drin. Schön aufpassen, dass sie den Dichtring nicht verliert. Den kann man auch ab und zu mal neu machen. Also normalerweise macht man Dichtringe selbstverständlich jedes Mal neu, wenn man die draußen hatte. Gar keine Frage, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich würde behaupten, ich habe jetzt keinen da. Deswegen lasse ich ihn alt. So. Einfülldeckel abschrauben. Und dann wird da so viel Öl eingefüllt, bis das hier rausläuft. Aber das kennt ihr ja bestimmt. Sind so ungefähr 0,4 Liter. Wie gesagt, ich habe hier dieses RC80. Sportgetriebeöl mit Langtuning entwickelt. Und was der hier lang macht, das kann ja nicht schlecht sein. Also wie gesagt, ich bin damit ja schon gefahren hier. Eine Füllung war jetzt drin davon. Das war auch tatsächlich jetzt nicht schlecht. Lässt sich alles schön weich schalten. Also nehmen wir das doch auch wieder. So, ihr müsst aufpassen. Ich habe das am Anfang mal gut gemeint oder auch viele Leute, die das halt gut meinen und sagen, naja, so ein Schluck mehr Öl ist besser als ein Schluck weniger Öl. Muss ich sagen, ist scheiße, dann läuft das nämlich hier aus der Welle wieder raus. Das heißt also wirklich, was man so machen kann, wie ich das jetzt mache. Ich mache jetzt einmal die Schraube rein. Also ihr habt gesehen, das läuft jetzt raus. Das ist, ja, ich sag mal, relativ voll. Ich mache das alles nur so provisorisch. Oben zwei Umdrehungen, hier vorne zwei Umdrehungen. Und jetzt trete ich den ganzen Spaß mal an, schalte einmal durch. Und dann lassen wir den Rest ablaufen. So, wollen wir mal gucken, ob die anspringt. Ich hoffe.
Ihr habt gesehen, alles problemlos. Ein Tritt und dies an. Ich liebe dieses Moped. So, jetzt gucken wir mal, ob noch was rausläuft. Ja, dann kann ich ja hier oben schon mal wieder zudrehen. Ich hasse es, wenn diese Deckel so vermackt sind. Deswegen bin ich da extrem vorsichtig. Muss ich den mich auch wieder neu machen? Ich meine, gut, habe ich sowieso noch da rein rumfliegen hier. Aber wie gesagt, ich mag das nicht, wenn die so verwurstet aussehen. So. Dann haben wir es jetzt gleich geschafft. Dose kann ich schon mal wieder zumachen hier. Und darüber schmeißen. Schraubensicherung rüber. So, es fängt jetzt an zu tropfen hier nur noch. Das soll es dann gewesen sein. Auch hier gilt natürlich mit Gefühl festziehen, nichts übermäßig anknallen. Diese alten Gewinde im Alu halten nichts aus. So, mein Ölpott hier so ein bisschen rüber. Da komme ich mal wieder ins Bild hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen nach oben da lassen. Ich werde jetzt ein Ründchen drehen. Wie gesagt, so kann ich euch sagen, lässt sich die Kupplung auf jeden Fall wieder etwas einfacher ziehen. Klar, 1,5er Feder. Den Unterschied merkt man sehr deutlich. Also ich würde nicht mehr den Schritt gehen und würde 4 Lamellen mit 1,6 machen. Ich würde jetzt, im Nachhinein ist man immer schlauer, ich würde jetzt sofort auf 5 Lamellen mit 1,5 gehen. Lässt sich einfacher ziehen. Ich werde jetzt mal probieren, wie es sich fahren lässt. Mach gleich nochmal ein kurzes Statement nach der Probefahrt. Wir sehen uns gleich wieder. Ich räume jetzt ein bisschen auf. Fahr eine Runde, melde mich gleich nochmal. Bis gleich, ne? So, Leute, Probefahrt beendet. Mit einem extrem positiven Ergebnis. Also kann ich jedem nur empfehlen, der so ein bisschen was mal an der Kupplung machen möchte oder die ist sowieso abgenudelt und runter. Macht 5 Lamellen rein, 1,5er Feder. Reicht vollkommen aus, wenn ihr jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, einen 110er Motor habt. Aber die Leute, die so einen stark gepimpten Motor haben, die werden sich auch meine Videos nicht angucken müssen. Und alle anderen 5 Lamellen reicht völlig. Und mit der 1,5er Feder lässt sich das echt komfortabel fahren und Kupplung ziehen. Also ich freue mich über einen Daumen nach oben, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns dann irgendwann beim nächsten Video. Ich weiß noch nicht genau, was anliegt, aber irgendwas fällt mir schon ein. Also. Bis dann. Tschüssi.